brauche ich? Jetzt wollte ich reinzoomen. Ja, doch. Reinzoomen. Ich zoom rein. Klar. Der war, glaube ich, schon beschädigt. Dann sind die da unten jetzt beschädigt. Egal, Karl. Wir brauchen noch einen Kampfpanzer. Kampfpanzer, Kampfpanzer. Hey, ho, sa, sa. Wir haben die jetzt nicht mehr. Das ist ja mal was ganz Neues. Und tschüss. Oh. Jetzt greifen sie mal wieder wegen mir an. Hab ich irgendwas gemacht? Ach, das gibt's nicht. Wie sie immer wieder einen Weg finden, mich irgendwie dumm anzuficken. Kann ich da noch irgendwie einen Turm oder sowas hinbasteln? Naja, da unten, toll. Was soll's, schaden kann er ja nicht. Ah, ist noch ein Raketenturm. Man kann nie genug Türme haben. Ah, oh, jetzt greifen mich. Muss ich mit meiner Panzerarmee statt mit meinen Türmen verteidigen? So, nur dasselbe. So, Rückzug. Ja, ja. Ich schmeiß einfach deine Mutter auf den Feind und die Sache hat sie erledigt. Jetzt fange ich ja auch schon mit deinen Mutterwitzen an. Wir haben ein äußerst neues Niveau erreicht. So. Noch mehr Türme kann ich hier nicht mehr bauen. Muss jetzt den Bauhof verschieben. Ich hab da einen Plan. Wir nehmen einfach den Bauhof und schieben ihn woanders hin. Habe ich doch Strom? Ja, ja. Die Anzeige ist so nutzlos irgendwie. Ne? Das ist doch sinnfrei. Wer hat sich diese Anzeige ausgedacht? Naja, der Kerl war betrunken und hat Drogen genommen. Und war geistig zurückgeblieben, hatte Down-Syndrom. Unit ready. Und ist als kleines Kind hochgeworfen, aber nicht mehr gefangen worden. Das ist üblich. Wo habe ich denn jetzt meine... Ja, da komme ich nicht rein, haben wir festgestellt. Da vorne kommen wir auch nicht so wirklich rein. Kennt ihr das? Ist ja wie eine Frau, nirgendwo kommt man rein. Sau lustig. Ich habe bestimmt ganz viele weibliche Zuschauer. So um die Null. Weil, wie hat meine Frau gesagt, sie hört Rapmusik wegen den coolen Texten. Dabei ging es um ein Lied, um den es um Vergewaltigung von Frauen oder so ähnlich ging. Nein, welche Frau wird nicht gerne als Objekt behandeln? Hey, da komme ich. Komme ich da rein? Oh ja, hier sind... Nein. Wir laufen mal wieder schön hier. Nein. Wir machen jetzt wieder schön die Tarnung an und sterben. Nicht sterben. Sterben ist böse. Okay, Kinder. Sterben ist böse, okay. Nicht sterben, okay. Schießt du dich auf meine Frame vielleicht? Boah. Ich bin entkommen. Aha, nichts kann mich. Ja, einer ist entkommen. Was lernen wir draus? Wenn du entkommen bist, bist du glücklicher, als wenn du tot bist. Nehme ich mal an. Wo bist du denn hin? Unit ready. Oh, da war noch eine. Hey, meine Base ist under attack. So, geht mal dahin. Ich muss hier mal kurz meine Basis irgendwo reparieren. Irgendwo, ja. Ich such dann mal. Oh, hier hat er ihn geschossen. Oder? Ist das irgendwo? Sieht alles gut aus. Alles rot rum.
Ich habe nur einer verloren. Lass mich raten. Oh, wie überraschend. Ich habe Dieter verloren. Ich sehe schon, die Basis wird schwieriger als in der anderen Variante. Ich wüsste jetzt langsam gerne mal, wer die Raketen hat. Er? Er hat so ein tempelartiges Ding. Palast. Palast-Tempel. Palast-Tempel, Holzhütte, feuchte Höhle. So alles dasselbe. Und so feucht ist es in meiner Höhle gar nicht. Das klingt so falsch irgendwie gerade. Ich kann keinen Panzer holen. Ich leere erstmal meinen Geldspeicher. Und dann bestelle ich mal. Bestelle ich vielleicht zwei. Eins reicht doch eh wieder nicht. Ich spare sogar ordentlich Kohlen dabei. Wo wollte ich jetzt hin? Vergiss. Ach ja, doch, ich wollte mal schauen, ob die das noch so leer sind, wie sie sein sollten. T-4. T-3. Wow. Gibt es nicht irgend so einen Bot, der das für mich macht? Also dieses Panzerbau und so, und ich gehe jetzt einfach mal eine Stunde weg und komme dann wieder und hab dann einfach genug Einheiten. Hat er nicht mal irgendjemand was zur Verfügung? Ist nicht so kompliziert zu programmieren. Du musst ja immer alles repariert halten und Panzer bauen. Und gelegentlich mal welche bestellen, aber es kann nicht so schwer sein. Kommt. Ah, sie sind endlich da. Zwillinge kommen da jetzt. Oh, das ist ja ähnlich. Oh, ich kann einen Kampfpanzer bestellen. Ich freue mich so. Oh, guck mal, Teig. So spannend. Ich kann mich kaum wach halten. So spannend ist es. Ich explodiere gerade fast vor Spannung. Wo schicke ich die jetzt genau hin? Hier kommen die ja auch nicht. Nein, hier darf die. Hier ist auch nicht. Nein, nein. Was auch immer ich jetzt gerade sagen wollte, ich habe keine Ahnung. Oh, Scheiße. Ich hab meine Spucke verschluckt. Spucke ist lebensgefährlich. Soll immer was gegen tun. Das war dringendst. So, wo ist denn jetzt meine Einheit? Lass dich möglichst nicht abschießen. Dann wäre ich dir sehr verbunden. Bin mit dir verbunden über dieses Modem. Ich muss ihn nur noch einwählen. Was? 9 Cent die Minute? Spinnst wohl. Ich wähle mich doch gar nicht ein. Ich warte, bis es Nacht wird. Es ist günstiger. Ja, hier rüber. Oh oh, oh oh. Schnell, du fahren müssen, Palava, was? Na, egal. Ah, Forest. Hey, das ist ein Bauhof. Da ist eine Pfaffenfabrik, wie es aussieht. Da oben. Ich weiß gar nicht, was ist da oben noch? Zu viel. Aus der Richtung aus komme ich nur schwer rein. Von da käme ich vielleicht noch rein. Kaufen wir mal noch 2 Trikes. Also die Basis ist die nächste, wo ich platt mache. Mehr oder weniger. Was hat überhaupt bei Luftangriff? Ich wünsche, die Fremen würden so lange brauchen wie mein Luftangriff. Für eine richtige Armee sind sie immer noch zu langsam. Fahr doch mal schneller. Es gibt auch ein Gaspedal. Pedal. Mit T. Nicht mit Y. Das wäre dann Gaspedal.
Unit ready. Let's go. T-minus 2. Ach, du kannst mich jetzt stoppen, aber diese Mauer kann es. Commander. 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 Ich brauche hier mal ein bisschen Unterstützung und so. Was mache ich jetzt? Ich kann die Mauer mit. Okay. Harvester under attack. Hey, guck mal, der Depp schießt mit Maschinengewehr auf eine Mauer. Komm, wir lachen ihn ein wenig aus. Wäre jetzt schön, wenn ihr den mal abholen würdet, irgendwie. Also, wenn ihr mal Lust habt. Der guckt zu, wie ich die Mauer kaputt schießen will. Mit dem Maschinengewehr. Die gute alte schießt die Mauer mit dem Maschinengewehr kaputt, Taktik. Die funktioniert in Alarmstufe Rot nicht. Unit ready. Und tschüss. Ach, und wo wir gerade schon da sind. Game saved. Yes, Commander. Zum ersten Moment mal wieder ganz schnell geht. Yes, Commander. Ja. Game saved. Wow. Yes, Commander. So, alles töten, alles niederwalzen. Diesmal walzen wir echt alles. Boah, wie die Mauer explodiert, ist ja heftig. Super, hat's fast geschafft, dann kommt so ein Oh, jetzt greift mich der Gegner an, toll. Dem ich die Mauer schon fast geplättet hätte. Oh, fahr da mal weg. Ich würde auch mal wegfahren. Dann schauen wir doch mal, ob er da nochmal einen Turm baut, wenn ich das auch noch abreiße. Vielleicht interessiert ihn das gar nicht. Seit wann interessiert es die KI, ob sie bauen darf oder nicht? Ich meine, im Addon vom ersten CNC hat baut das Ding halt einfach mal Bauhöfe einfach in die Pampa. Ohne Baufahrzeug. Ich habe eine Missile-Launke. Okay. Leck mich doch. So, Feierabend jetzt. Heim. Ich bin mal gespannt, ob er das jetzt auch wieder einfach hinbaut oder wahrscheinlich schon. Geh stark davon aus. Ja, reparieren. Was muss ich denn noch reparieren? Hier nicht, da nicht. Wo denn? Zum Glück ist die KI nicht sonderlich intelligent. Das hatte ich, glaube ich, echte Probleme, was es angeht mit Gebäudeverteidigung gegen die Raketen-Dingsbums-Dinger da, ne? Wisst Bescheid. Hä? Unit ready. Ach, leck mich. Order placed. Order placed. Ich habe hier noch ein Trike. Dieses Trike. Ich gehe jetzt mal dahin. Das wird voll die brillante Strategie, passt voll auf. Unit ready. Mehr bauen. Voll die Panzerarmee hier. Wo sind jetzt die zwei? Yes, Commander. Game saved. Na komm, Luftangriff ist breit. Gut. Wenn die breit sind, das ist gut. Machen wir hier hin. Ah, alles klar, alles klar. Alles klar. Chlorreiniger. Bitte nur in Verbindung mit anderen Reinigern vermischen, damit Chlorgas entsteht und sie sterben. Danke. PS, sie stinken. Fahren Sie zur Hölle. Was zur Hölle ist denn hier jetzt los? Was ist denn hier los? Guck die alle her. So, Unit ready. Ready. Schau, ob sie den kleinen kriegen. Kommen die jetzt her? Ah, jetzt kommt sie natürlich von unten links. Nicht so wie die Dingsbums, Fallschirmbomben waren das, ne? Ja. Our
Hier werden auch die Flecken. Doch, hier wird es sogar hell. Okay, das Ding kriege ich nie platt mit dem Luftangriff. Kann ich wohl voll vergessen. Ja, kann ich total vergessen. Aber jetzt sehe ich wenigstens fast schon ein bisschen was von ihrer Basis. Ihr dürft mal helfen. Wenn ich jetzt jeden Turm hier... So, erkundet man auch das letzte Gelände hier, weil ich dazu Lust habe. Moment, ich kann da ganz oben. Och. Ich kann ja ganz. Ich kann ja auch ganz oben rumfahren. Das wäre auch eine Möglichkeit, um hinten reinzukommen. Hinten rein, kapiert. Unit lost. Our base is under attack. Unit ready. Leck mich. Building lost. Was? Ah, die haben den Turm von mir gekillt. Diese Söhne ihrer Eltern. Yes, sir. Mit, Jungs. Unit lost. Ich hab den Unit gelost irgendwo. Was zur Hölle? Die haben was gegen mich, habe ich das Gefühl. Hallo, reparieren. Jung. Mach mich nicht schwach. Und dann habe ich mir echt Sorgen gemacht. Building. Order placed. Delivery in T-5. Commander. Ja, ich glaube, ich hab bald. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht. Standing by. Reporting. Reporting. Commander. T-5. 4? Nicht 5? Order, sir. For the Duke. Unit besser wissen. Ready. Ich muss meine Verteidigung stärken. Mit 8 Infanterieeinheiten. Nee, den habe ich gerade frisch gebaut. Der ist ganz frisch. Der stinkt auch schon. Meine Panzer sind frisch. Ich sehe schon, ihr könnt wieder nicht fahren, weil ihr schon wieder zu viele seid. Okay, dann sind ihr mal 2 und ich baue noch mehr davon. Okay, alles im rot-roten Bereich, dann kann es weitergehen. So, wir überfahren jetzt bitte mal die da. Ich meine, wir sorgen dafür, dass sie uns zujubeln. Weil wir das sehr schön finden, wenn uns die Freunde zujubeln. Ich glaube, ich habe jetzt gerade so viel Geld, dass ich, ja. Ich habe es geschafft, das Geld endlich zu reduzieren. Hurra! Weniger Geld, da freuen wir uns alle. Mein, wer hat nicht gerne weniger Geld? Ich habe hier noch 2, dann sind es 10 Leute. Welch eine mächtige Verteidigung. Reparatur und so. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie komme ich denn hier rauf? Hier rum. Gut, dass mir das so früh auffällt, dass ich ja hier rum auch fahren kann. Ach, meine Base ist under attack. Schalt dich gleich ab. Ich vergewaltige dich gleich. So, und ich schwitze gleich. Ist einfach viel zu warm. Es sollte wieder Winter werden. Es ist viel zu kalt. Sollte wieder Sommer werden. Es ist viel zu warm. Sollte wieder Winter werden. Scheißwetter macht nie das, was man will. Let's go. Ja, sie hätte den Angriff gar nicht kommen sehen.
so getan, wie meine Einheiten vorwärts fahren. So überhaupt nicht. Dank ihrer Sandtarnung, die ich drauf gemalt haben. Ja. Ist auch eine gute Frage. Warum sind die Panzer nicht getarnt? Das habe ich, glaube ich, in jedem Strategiespiel so, oder? Die Panzer haben keine Tarnfarben. Gut, Sudden Strike ist anders. Also, aber ich meine jetzt so CNC-ähnliche. Hey, sie haben eine Rakete gestartet. Ja, lande da mal, das passt. Würde ich auch machen. Hey, guck mal unten, 2 Milliarden fallige Panzer. Oder landen wir doch mal, ja. Warum nicht? Oh, guck mal, da kommt einer gefahren. Ja. Optimistisch, ne? Muss man sein. Optimistisch. Ein Optimischer. Oh, denn heute? Oh, ich hab mal wieder was verloren. Dumm. Ich hab kaum Geld, das zu kompensieren. Nur 29.000. Was mache ich da nur? Das ist natürlich ärgerlich. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen tun muss. Boah. In diesem Moment immer erst beschleunigt. Einen Nukularbeschleuniger habe ich da. Habe ich übrigens noch einen 11. Soldaten für euch jetzt. Boah, jetzt lege ich aber los mit Verteidigung. Ich habe doch eure Fabrik schon gekillt, oder? Achso, das ist ja eine leichte Fabrik, die ihr dafür nur braucht. Ach, so ungewohnt, dass man dafür verschiedene Fabriken braucht. Ah, sie jubeln mir zu. Hört ihr sie? Ist es nicht schön, wenn sie einem zujubeln? Doch schafft man erst den Schrott hier aus dem Weg. So, dann erstmal diese Windfallen, die blau leuchten, abschaffen. Windfallen, ja. Ja, sollte es auch sonst sein, ne? Ach komm. Ja, schon direkt davor stehen. Ich habe eine Unit verlost. Verlost habe ich die ja. Nicht verloren oder gelost, ja, das ist auch. Ja. Sprech perfekt Deutsch. Deutsch, sprech perfekt Deutsch, ne? Englisch und Deutsch. Ach, da verliere ich halt ein paar Einheiten, was soll's. Oh, noch einer. Erstmal den Strom abschalten. Dann hören die Türme schon von alleine auf zu feuern. Also zumindest die, wo Raketen bestückt sind. Die hier schießen ja einfach weiter. Flammenturm, billig Dinger. Im nächsten Teil gibt's Flammentürme. Oh, die haben ja noch mehr Kraftwerke, wie ich sehe. Ja, oder? War das? Es gibt auf jeden Fall Kettensägen, die einen überfahren können. Beziehungsweise Infanterieeinheiten von einem. Was waren denn Verteidigungstürme? Ich weiß auch, die Ordos hatten so ganz komische. Die Atreides hatten einmal Maschinengewehr und Raketenwaffe und. Was hatten die Akonnen? Ich glaube Flammenwerfer und irgendwas anderes noch. Gut, wahrscheinlich kriegt sie wieder kein Schwein aus mit dem. Boah. Wenn ich hier auch endlich mal meine Ruhe hab. Silos, die man gar nicht braucht. Ja, die KIs brauchen eh nie Silos. Von daher. So, noch die Raffineration und die das Summers. Gut. Damit wäre erstmal alles gesagt, was gesagt sein muss. Lief doch super. Lief doch super plus. Boah. Sammelt euch mal hier im gigantischen Speakerfeld. Ich fahre da schon mit Panzern rum. Das gefällt mir voll gar nicht. So, ich könnte jetzt erst doch rauffahren und die Basis endgültig plätten, was vielleicht nicht verkehrt wäre. Was macht überhaupt mein Luftangriff? Der sagt, fick dich und deine Mutter, du Hurensohn. Kann auch noch los, gut, kann ich ja kompensieren. Oh, wenn ich noch länger was reißen, die von dem vielleicht bald mal was. Hier fahren sie alle scheinbar nach auch nicht mehr ineinander rein.
den sie noch beim ersten Teil so schön gemacht haben. Fand ich lustig. Also zwei Milliarden Mammutpanzer ineinander standen. Was macht ihr da für Schätze? Ah, da war was. Ich weiß, was die jetzt eben gekippt haben. Mein Trike. Dann bestelle ich eben neues. Ob mich das im geringsten interessiert. Oh. Ach, das interessiert mich dann aber schon ein bisschen, ne? Sollte man mal unterbinden. Stört mich dann schon ein bisschen. So, geh mal sammeln. Sammel sie! Hä? Ist der eben gestorben, weil da ein Sammler oben drüber geflogen ist? So sah das nämlich eben aus. Ich wurde aus der Luft überfahren. Sag's euch, nehmt euch in Acht, wenn über euch ein Flugzeug ist. Die überfahren euch einfach. Oh, ich krieg langsam so richtig viel Frame. Die werden zwar wahrscheinlich nie irgendwas bringen, aber hey. Tschüss. Hast du meinen Harvester in Ruhe? Okay, ich muss einen neuen bauen. Oder ich bestelle einfach einen neuen. Weil der ist jetzt gleich tot. Und tschüss. Okay, dafür müsst ihr jetzt sterben. Kann ich leider nichts dagegen tun. Ihr wolltet es ja nicht anders. Dieser scheiß Luftangriff. Das Schöne auch ist, ne? Let's go. Fremen ready. It is done. Fremen ready. T-minus 3. Harvester under attack. Ach, noch ein Harvester. Ready. Was wird passieren, wenn ich ihren Harvester mal angreife? Na, der haut zu früh ab. Da habt ihr noch mal Glück gehabt. So, jetzt.